Bist du bereit, die Motorhaube zu öffnen? Use Tool für die Tutorials. Und für die Autoteile ist die Mr. Auto App der richtige Reflex. Praktisch, schnell und günstigere Preis als auf der Website. Nimm dir für diesen Vorgang den Luftfilter zur Hand, den du in der Videobeschreibung findest. Schalte die Zündung deines Autos aus, ziehe die Handbremse an und öffne die Motorhaube, indem du am entsprechenden Hebel ziehst. So ist es einfach, zum Luftfilterkasten zu gelangen und den Filter zu wechseln. Entferne den Lufteinlasskanal, indem du auf die beiden Laschen drückst und dann daran ziehst. Löse beide Riegel. Verschiebe den Flanschdeckel und entferne dann den Filter. Bevor du den Filter einbaust, ist es wichtig, die Verschmutzungen im Luftfiltergehäuse gut zu reinigen. Hallo, ich bin Opa von Newstool. Ich hoffe, dieses Video hat dir bei der Wartung deines Autos geholfen. Hilf auch du uns, diesen Kanal bekannter zu machen, damit wir noch mehr Tutorials produzieren können. Es ist ganz einfach. Ein Like, ein Kommentar und abonniere dich. Das hilft uns extrem. Also dann, danke! Vergleiche den neuen Filter mit dem alten, um sicherzustellen, dass sie identisch sind. Du kannst nun den neuen Filter anbringen. Setze den Flansch wieder auf und blockiere das Ganze dann mit den beiden Riegeln. Setze den Lufteinlasskanal wieder ein. Vorgang beendet. Hallo, ich bin Opa von Newstool. Ich hoffe, dieses Video hat dir bei der Wartung deines Autos geholfen. Hilf auch du uns, diesen Kanal bekannter zu machen, damit wir noch mehr Tutorials produzieren können. Es ist ganz einfach. Ein Like, ein Kommentar und abonniere dich. Das hilft uns extrem. Also dann, danke!